Herr Ineichen, Otto ist mehr als ein Name. Otto ist auch eine Marke. Otto ist unkonventionell, ist eine Politik, ist eine Avantgarde, schreibt das Magazin. Otto ist sicher kein Normalbürger. Aber ist Otto auch jung? Otto ist sehr jung. Jetzt fragen wir ganz junge Leute, was sie sich denn würden von einem Politiker wie Otto Ineichen wünschen. Weniger Verkehr. Wir wünschen uns, dass man mehr über Politik erfahrt. Und dass sie nicht so kompliziert reden. Mehr Spielplatz. Findet ihr es richtig, dass man jeweils einmal im Jahr den Politiker ehren würde, der sich speziell verdient gemacht hat und Jugend? Ja! Da, wo jetzt Ottos steht, habe ich früher Kühe auf die Weide getrieben als 7-8-Jähriger. Wir waren 5 Geschwister, ich war Legastheniker. Musste vielleicht das Doppelte, Dreifache leisten. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich studiere. Sie wollten, dass wir einen Pfarr machen. Ich habe dann mit Mühe und Not die Handelsmatur in Fribourg geschafft. Die Realwirtschaft muss mehr Gewicht bekommen. Finanzwirtschaft, ja. Aber es darf nicht eine Finanzwirtschaft sein, die nur ganz, ganz wenigen dient, die sich maßlos bereichen. Und da sind wir herausgefordert. Und da bin ich von der Jugend überzeugt, dass sie uns Alten hier sagt, wo es lang gehen sollte. Und das Zweite ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass möglichst alle Jugendlichen in den Arbeitsprozess integriert werden. An der diesjährigen Jugendsession haben über 200 Jugendliche auch über das Thema Jugendliche und Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise gesprochen. Die eine Petition war: Wir fordern vom Bund eine gesetzliche Grundlage für die Arbeitsbedingungen von Praktikantinnen und Praktikanten. Auf welchen Knopf hätten Sie hier gedrückt? Ich glaube, die Praktika sind ganz, ganz entscheidend. Aber da will ich das Unternehmertum dafür sensibilisieren, dass Praktika eben mehr Sinn bekommen, dass man diese Leute nicht nur beschäftigt, sondern dass man ihnen sinnvolle Projekte gibt. Speranza, können Sie ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Als ich in diese Schulklasse kam, war ein Jugendlicher da, Kappe schräg auf dem Kopf und sagt: Herr Ineichen, was muss ich machen, dass ich auch mal einen Porsche fahren kann? Da fragte ich ihn, was willst du werden? Und hat er gesagt, ich möchte eine kaufmännische Lehre machen. Da habe ich ihm gesagt, ja, überforderst du dich nicht selbst mit deiner Ausbildung? Ich habe dir ein anderes Rezept. Ich helfe dir, dass du zum Beispiel bei einem Landmaschinenmechaniker, bei einem Polymechanikerbetrieb, bei einem Metzgerei, bei einer Bäckerei mal schnuppern gehen kannst. Und ich habe dort am gleichen Tag, in der gleichen Schulklasse für 4 Jugendliche eine Schnupperlehre organisiert. Und daraus ist dann später das Projekt Speranza entstanden. Speranza ist aber nicht mein Projekt. Speranza wurde im Kanton Basel-Land vor 5 Jahren entwickelt mit sehr viel Erfolg. Ich habe dieses Projekt nur übernommen und weiterentwickelt. Es sind über 9000 für schulisch schwache Ausbildungsplätze entstanden. Wir werden die nächsten Tage die neuesten Zahlen von diesem Jahr präsentieren. Das Neueste, wo wir sehr stolz sind, das Pilotprojekt hat letzte Woche in Kanton Aargau gestartet, eine 2-jährige Attestausbildung im Gesundheitsbereich. Und da verspreche ich mir sehr viel. Bis 2011 sollen es alle Kantone eingeführt haben, weil gerade diese jungen Leute, schulisch schwache, aber mit Herzblut, Engagement, Begeisterung, mit Berufung, das sind die Leute, die wir auch in der Spital, in der einfachen Spitalpflege, in den Altersheimen sehr gebrauchen. Herzblut war ein tolles Stichwort. Was treibt Sie an? Mit was läuft der Otto-Motor? Ich habe für das Projekt Attestausbildung Gesundheitswesen habe ich jetzt 2 Jahre gegen jeglichen Widerstand gekämpft. Und wissen Sie, das spornt mich an, wie größer der Widerstand ist, wenn ich von etwas überzeugt bin. Das spornt mich an. Und wissen Sie, Sie sind die Zukunft. Und wir haben doch alles zu tun für die Jugendlichen. Für uns wurde damals auch alles getan. Was wünschen Sie sich von der Schweizer Jugend für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir eigentlich eine Jugend, die sich wie Sie gesellschaftspolitisch engagiert, dass wir menschlicher aufeinander zugehen, dass wir nicht ausgrenzen, dass wir integrieren. Und ich sage das ganz offen, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen als Alter und dann als Quereinsteiger im Parlament zu sitzen. Aber wenn ich heute zum Beispiel Pascal Bruder sehe
oder als jetzige Nationalratspräsidentin, was die Frau bewegt, pragmatisch bewegt. Und wissen Sie, ich wünschte mir eben mehr diesen Pragmatismus. Und was ich von der Jugendsession erwarten würde, vielleicht bringt sie es fertig, dass viel sachbezogene Politik wird, sachbezogener politisiert wird, dass die politischen Parteien in den Hintergrund treten. Und wenn ihr da lösungsorientiert etwas bewegen könnt, dann wäre das phänomenal.